Hamilton und Hülkenberg, beide Nasen hier vor mir. Ey, das gibt's nicht. Kann nichts geben. Data Support. Scheiße, bin ich schlechter rausgekommen. Hier habe ich gar nicht schlecht gefahren, würde ich sagen. Ach ja. Data Sprint. Hey, sag mal, fährst du ein Box, ist doch weniger als alle anderen, kann das sein? Ich fahr genauso viel wie Felix. Oh, stimmt. Wie viel fahrt ihr? 2? Änderung bestätigt. Ich denke, er fährt auf 1 und Peter fährt auf 2. Oh, shit. Absolut richtig. Sag doch mal auf, Christian, wenn du um die Kurve fährst. Hui, ja, du bist durchsichtig. Das Reifen scheint ein bisschen im Arsch zu sein. Oder wer da noch mal war. Das bin ich, ja. Jetzt kommt Felix wieder an mich ran, weil es nämlich so auffällt. Das gibt's nicht. Ist mein DRS, wo ich überholen kann, ist mein DRS kaputt gegangen. Das gibt's auch nicht. Fehler im Heckflügelsystem. Alter. Gibt's nicht, Jay, was machst du denn hier? Ich? Ja. Nicht ausbremsen! Zu halten. Doch, oh. Oh weh, das gibt hier wieder so einen Scheiß. Dave, so schnell doch nicht. Keine Chance. War das okay? Mein Frontflügel ist noch weg. Oh, Peter ist vielleicht auch. Nee. Oh, mein Frontflügel. Alter, das war knäppig. Das war mach keine Dummheiten, Felix. Geil, ich bin gleich weg. Ja. Ich muss hier Punkte machen. Du bist echt langsam. Bist du echt weg oder was? Ja. Okay, danke. Nicht überrasch schießen. Heiß ich irgendwie Jay? Oh Mann, das hat mir schon wieder alle Nerven geklaut, ey. Sorry, NPC. So. Jetzt müssen die Zehner gerade noch. Wann kommen die Überholungen, ey? Seid ihr nicht schon dran? Naja, noch ein bisschen. Deine, stopp nochmal. Warum ist der hier so langsam auch Palmer? Dann können es in der Tat sein, dass es schneller geht. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schonen den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich 11 von 31, hammerhart, ey. Doch echt lang, die Strecke zu fahren, oder? Ja. Weil die langsam ist. Ja. Was denn? Vielleicht doch nochmal stoppen gleich. Wir sind gerade in Monza 27 Runden gefahren, bei einer Zeit von 1,20. 1,25. Rechnen wir das mal hier oben. Wir fahren hier länger, mehr Runden Streckenzeit und 30 Sekunden länger. Minuten. Naja, es dauert. Gut, hier ist und Kiert, ey. Das kann was geben mit euch, ey. Ich finde die Strecke einfach nicht geil zum Überholen. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich das so machen soll. Upsi, Notausgang! Peter, Alter, beide am Pushen hier. Oh, vielleicht jetzt? Nein, der hat doch DRS, oder? Ja, noch nicht, da ist Peter, ich beide direkt hintereinander schnell zu rennen und fahren, ey. Ja, aber deine war ja dann schneller als meine. Was? Vor allem fährt Felix mit Gelben. Ja. Na, aber er hat DRS. Was halt. Krass. Oh Gott, die Wand geküsst. Kacke. Das ist so kacke mit den NPCs. Und einfach langsamer. Oh. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geht es etwas ruhiger. Ach, er geht in die Box. Hab ich ein Glück. Hm.
Kühert, wehe, du ziehst rüber. Okay. Oh, Déjà-vu. Oh. Okay, konzentriert die beiden vorne fahren. Oh. Alter. Dalu, du bist jetzt nicht gerade gegen die Box gefahren, oder? Ich bin gegen die Box gefahren. Oh nein, das ist mir auch fast passiert. Oh. Du bist aber noch nicht raus, oder? Ich kann irgendwie nicht. Ich kann. Ich hänge mit dem Reifen in der Wand, weil er automatisch fahren will. Achso. Also jetzt. Er will halt die ganze Zeit automatisch das Steuer übernehmen und fährt rein. Wow. Macht dann rum und fährt wieder raus. Nein. Jetzt bin ich drin. Kacke. Na, alles drin, die NPCs sind nicht gut hier. Ja, du kannst echt kaum überholen, finde ich. Das ist so risky hier. Riskant. Wir ziehen eine alternative Strategie. Oh, meine Reifen bauen ab. Gelbe Flagge vor uns. Ja, ich muss da mal überholen langsam. Ja. Hey, ich bin unsichtbar geworden. Wow. Okay, was ist los? Da war alle unsichtbar. Chris hat ja gesagt, der musste mal endlich überholen. Alter, warum ist Troll Dritter? Er heißt die überrundet gleich. Ja, die du gerade abgeräumt hast, haben wir schon überrundet. Und ich dachte, das war ein Bug, aber die haben alle abgeschossen oder was? Alter. Ein? Alle? Ja, war sagen, zwei. Na dann. Ja, dann hat Massa den anderen mitgenommen. Kann ja nichts für. Oh. Mann! Aua! Da hat so nah dran. Aua! Aua! Hier ist Palmer, die Sau. Du kommst musst doch einfach nur bei Peter dranbleiben. Der geht doch nicht mal in die Box. Der geht doch noch an die Box. Felix, du musst den gar nicht überholen. Ich auch. Du auch? Ja, meine Reifen halten das niemals durch. Ah. Interessant. Aber ich krieg euch nicht, weil ich zu langsam bin. Ach komm, nee. Warte, da kommt jetzt erstmal einer, den muss ich vorbeilassen. Ui. Hallo Dalu. Ja, ich lass dich gerade. So Peter, ich lass dich gleich vorbei. Ah, ja? Fahr jetzt wir rüber. Sind glaube ich aber noch relativ weit weg von dir. So, jetzt. Hä? Alles klar. Ach so. Ja, ich hab mir gedacht, weißt du, komm, bleib mal lieber nicht noch eine draußen, das ist halt so wie letztes Mal. Gehst du noch meine Box? Da war ich erst dreimal. Okay. Ich komm einfach nicht an scheiß Peter ran, was ist das für eine Kacke hier? Peter fährt einfach keine zu gut. Bösen Wörter hier. Peter? Ja. Ja, genau. Das, ich weiß, das Wort war verboten. Warum sagst du es dann, Dalu? Jetzt bin ich nah dran, ey. Jetzt. Richtstange. Hier ist schwierig, Felix. Hier würde ich nicht versuchen. Ey, wo willst du mich vorbeilassen? Okay, der geht auch in die Box. Jetzt hier wahrscheinlich. Schwierig. Wäre da schon Kampflinie? Ja, du bist ja nah dran. Scheiße. Jetzt haben wir sofort aber Spaß, Felix. Ihr habt jetzt auch schon einmal gestoppt, Felix und Peter, ne? Ja, ja. Boah, ja, das gibt's ja nicht. Ja. Boah, Peter! Wie viel er ausmachen kann hier. Und wann lassen die hier wohl mal vorbei? Hier fahr ich wieder. Wir nehmen dir. Peter, Eier wolltest du doch zeigen. Ja, das hat aber gut gemacht. Ich fahre seit J4 und zwar mit dem gelben Frontflügel. Das geht mir so auf den Sack. Och komm. Ja. Das verstehe ich halt nicht, wie die in so einer engen Kurve langsam werden auf einmal statt auf der Geraden. Das was ist das denn? Oh, was einfach nur richtig schlecht programmiert. Was ist denn da los?
schneller in die Kurve gekommen, als ich sollte. Drift. Sorry, Peter, ich fahre halt einfach nur mein Rennen. Ja, ja. Ja, das tut dir überhaupt nicht leid, du freust dich doch. Hat er da angekündigt, oder? Ja. Ja. Ich hatte gelben Frontflügel und war Erster und musste mich verteidigen. Ja, ja. Jeder hätte so gehandelt, Jay. Ich bin auch danach an die Box gegangen. In der Runde. Wetterbericht. Als ich mir den Gelb gefahren habe. Ich wäre sonst noch eine Runde geblieben. Hätte nämlich noch gereicht. Ist das regnen oder was los? Ja, ich wollte nur mal, wie wird das? Also. Mit der Box war ich schön. Mal gucken, wo das ist. Ja, auf der Karte. Ach, jetzt sagt er, Wetter sollte trocken bleiben. Scheiße! Wie viele gelbe Sätze hat man dabei hier? Ah, Peter, Zeitstrafe! Wegen dem Überrunden, beim Überrunden, nein, das oder? Abkürzen da, Peter? Nee. Oder wegen was? Wegen was denn? Da Ziellinie? Da Ziellinie? Da Ziellinie! Ich weiß nicht, was von du redest. Was ist das denn passiert? Ich hab wieder eine Formel 1 Frage. Gibt es eine Rennstrecke, die schon mal künstlich abgekühlt mit Wasser wurde, weil es zu warm... Nur zu Testzwecken in Dalu. In Abu Dhabi, nicht in Dalu. Ob es für die Reifen besser ist, oder was? Nein, so du kannst ja weg. Nicht mit Slicks auf einer nassen Strecke fahren, nur weil sie ein Kühler ist. Die haben einfach mal Regen simuliert. Also wärmere Reifen, wärmere Strecken können auch nicht schlecht unbedingt sein für manche Reifen. Okay. Aber meistens sind sie besser, ja. Rein und so. Also ja, aber bei Rhein oder so, da hast du halt auch echt Probleme. Aber manchmal haben die halt die Formel 1 Wagen, wenn der, sagen wir mal, wenn es in Malaysia kaltes Wetter ist, ja, und nicht diese 40 Grad Tropentemperaturen, sondern irgendwie 20 Grad, bewölkt, richtig scheiße, dann haben die wahrscheinlich die Formel 1 Boliden Probleme, die Wagen auf Temperatur zu kriegen, weil die halt harte, richtig harte Reifenmischungen in Malaysia fahren. Und ja, dann, also abgekühlt werden muss aber nichts. Okay. Aber ich glaube, bei Tests zu Testzwecken für neue Reifen, wer machen die das echt, dass sie Wasser draufpacken? Ja, genau, das machen sie. Okay. Ja, um die Regenreifen zu testen halt auch. Ja, ne? Bei Regenreifen macht das ja auch Sinn. Dann machen sie ja, eine künstliche Bewässerung. Hey, Peter in der Box. Gently. Oh, Peter, mach einen Undercut. Das war erlaubt, okay. Ja, na, Cut ist gut. Ich muss erstmal gucken, dass ich vor Jay bleibe. Ich glaube nicht mal, das wird was. 41 Sekunden, Peter. Ach so, das bist gar nicht du. Nee. Keine Chance. Wer ist denn da gerade statt Sie gefahren? Ich. Hey, warum bist du nicht auf Gelb gewechselt gerade, also bei dem ersten Stop? Lass dich wussten, ja. Ja? Und hätte auch, glaube ich, lila. Nein, ich meine bei seinem ersten Stop, der hätte durch. Genau, das ärgert mich viel mehr, dass ich rot gefahren bin statt lila. Das wäre viel klüger gewesen. Ja, lila weg, aber rot war nur dumm. Ja, das war halt die Vorgabe. Wie lange kommst du mit rot aus? Kenn ich das nicht so aus. Was ist das? Weiß ich nicht. Hab jetzt mal rot aus drauf gemacht und werd damit mal gucken, dass ich durchs Ziel komme. Ja, das würde easy reichen. Reicht ja auch mit rot lila. Aufgetan. Ja, jetzt würde mit lila reichen noch. Ja, ganz knapp, ja. Schon. Ah, das muss ja nicht unbedingt sein. Ich hab 11 Runden bin ich damit gefahren. Ja. Ich bin auch mein. Also hier verliert man aber extrem viel Zeit, wenn du verbrauchte Reifen hast. Ja, sag mir das nicht. Deshalb überlege ich halt nochmal in die Box zu gehen. Oh Gott, ich will einfach nur das Ende, weil mir so verdammt heiß ist. Wie ist denn dann gleich drauf? Jetzt entscheidet sich das Rennen mal zwischen Peter und Felix. Wegen? Wer gerade schnellere Zeiten fahren kann. Oh. Und dann davon, die waren noch innerhalb von einer Sekunde, oder?
Echt? Ja, aber wenn ich nicht mehr stoppe, dann nicht. Ich muss nämlich nicht mehr stoppen. Ach, oh nein, nein, nein. Vor allen Dingen habe ich 10 Sekunden und musste gerade ja auch noch den Frontflügel wechseln. Also. Du hast 10 Sekunden, Peter? Ja. Ich muss jetzt mal den Peter machen und ganz kontrolliert ein Rennen zu Ende fahren. Oh oh, da habe ich die Wand berührt. Ding ist, das Rennen ist gerade erstmal gut die Hälfte rum. 10,9 ja, Sekunden Rückstand. Hm. Na Jay, wie weit bist du weg von Peter? 10,9 Sekunden. Ah, okay. Du musst auch nicht mehr stoppen, ne? Nö. Fuck it. Blockiert. Dann gib mal Gas, Jay. Naja. Ach, try. Ja, du hast rote Reifen, das macht dich halt schwer. Beibehalten. Ich habe zumindest einiges an Sprit gespart. Kacke! Okay, das hat mir die Entscheidung abgenommen, ob ich in die Box gehe oder nicht. Frontflügel verloren. Ah, ich glaube, er liegt da. Nee, das, der lag da vorher auch schon. Könnte auch meiner sein. Ah ja. Kacke, ey. Kostet nochmal Zeit. Jetzt kommen da die 3, 4 Spongos. Ah, die gehen auch nochmal in die Box. Ich habe hier einen blöden davon. NPC-Kampf. Oh. Eiskalt. Da komme ich als Achter. Als Achter komme ich raus, okay. Oh, wer kommt denn da noch? Ist das Dalu? Nein! Das bin ich. Was ist denn das? Gutierrez? Oder ist das ein Überrunder? Ich bin das. Okay. Bist du noch normal im Rennen, im Kampf? Nein, nein, ich war, glaube ich, schon 4-mal in der Box. Ja, okay. Na dann ist gut. Ach Gott, ey. Das ist so. Weil ich dich halt nicht auf der Anzeigetafel sehe, deshalb hat mich das ein bisschen schwer gewundert. Ne, ich hatte mich 2-mal gedreht und das automatische, also der, dass der NPC dich dreht, das hat einfach nicht geklappt. Ne, das ist auch super kacke irgendwie. Ja, aber wenn du es manuell machst, bist du manchmal nicht qualifiziert. Ist das dein Frontflügel gewesen? Nee, das war nicht mein Frontflügel, aber das wäre beinahe mein Vorderreifen. Ich wollte nicht bei Gas geben. Oh, wieso fahre ich denn noch fit? Fehler macht das ja locker. Der ist ja 2 Sekunden schneller als ich. Scheiße. Wie er lacht. Oh, Dalu. Ja, Moment, der ist hinter mir. Sepp hatte gerade das wäre gesagt, ich fahre ja auf Fett und ich wollte nachgucken. Nächste Kurve, warte. Oh, Dalu, dich tötet immer nur sowas, ey. Und auf der nächsten Gerade fahre ich auf den nächsten Gerade. Okay. Oh, Mann, ey. Ich fahr links. Oh, nein, ich bin links! Peter. Was ist halt auf der langen Geraden? Ich denn sonst von der Ideallinie? Ja, ich bin extra über... Oh Gott. Guck mal, kannst du keine Spiegel? Also du fährst da links, als ich schon mit meinen Reifen auf deiner Höhe war. Ich musste so hart in die Eisen gehen. Oh, das wäre ja schon fast wieder abgeräumt gewesen. Ich muss gut jetzt da. Oi, 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 ey. Ich Peter mal zu hier. Was ein Rennen hier bei uns. So, Achter, es gibt A Punkte und B ist noch nicht da oben. 5 Runden. Alter, da hast du Meter gut gemacht, Peter. Was hab ich gut gemacht? Meter gut gemacht. Was soll das bedeuten? Du bist näher rangekommen. Wieso? Ich wollte gerade sagen, kennst du das Sprichwort nicht? Nee. Meter gut. Das ist eigentlich, genau, das ist eigentlich ein gängiges Sprichwort, dachte ich. Ja. Okay, wirklich nicht. Okay, da kommt auch so, wie geht's? Das Auto hinter dir fällt langsam zurück. Es bildet sich langsam eine Lücke. Boah, wo ich gerade an Weze denke, dann wünsche ich mir gerade ein Alpago-Eis hier hinten. Einiges vergeben. Okay, hier. Dann lass mich vorbei. So, Alonso, wir beide. Wir wären keine Freunde, glaube ich. In der richtigen Formel 1 wird eigentlich auch oft überrundet. Ja, sehr viel. Ja, das Rennen normalerweise. Weil die Rennstelle halt echt unterschiedlich sind. Ja, außerdem fahren sie auch 1,5 Stunden, die fahren ja nochmal doppelt so lang wie wir. Ja.
passiert ja auch noch mal einiges. Halt, ist halt auch interessant, weil wenn alles halt Profi-Rennfahrer sind, so ob es dann wirklich trotzdem dazu kommt, dass du grundsätzlich überrundet wirst. Ja, klar. Wie ist denn der Anreiz von den etwas langsameren Rennstellen, wenn die doch eh... Geld. Es gibt doch bestimmt ein Team, was immer so letzter wird oder so. McLaren diese Saison. McLaren hat nur 0 Punkte. Und haben die trotzdem irgendwas davon, damit zu machen? Letzter ist halt... Du kriegst halt am Ende für die Konstrukteurswertung, kriegst da abgestaffelter Reihenfolge halt Geld. Konstrukteurswertmeister. Okay. Das war so Meister. Klar! Das gibt's nicht! Sag mir, ob es dir gut geht. Wusste nicht, dass die Frage so offensichtlich ist. Ja, richtig, das dachte ich mir auch gerade. Ja, war geil. Ja, schade. Ich war schon an ihm vorbei. Ich hasse diese Strecke. Das gibt's nicht. Und damit ist Felix, wenn er durchkommt, Zweiter. Fuck! Oh, nee, ich hatte zu viel Abstand, glaube ich, ziemlich sicher. Nee, echt, hattest du so? Ja, definitiv mehr als 25. Ja, ich hätte mehr Punkte dann rausgeflogen. Ich wäre Siebter gewesen. Da räumt der mich ab. Wer nicht minimieren, Sepp. Ich scheiße, mach ich nicht. Ich bin im Spiel. Alter, vor mir teleportierte sich gerade Hülkenberg fast in mich rein. Das war nicht cool. So eine Scheiße. Die Spieler teleportieren sich gerade auf jeden Fall wieder. Aufpassen, Boys. Also ich bin im Spiel und hab nicht Pause, wie immer. Ich hab minimiert. Ja, bitte rausgehen oder sein lassen. Gibt es nicht. Aber krass, dass das tatsächlich dann am Minimieren liegt, wenn Christian das wirklich gerade gemacht hat. Quatsch, Alter, ich fahr doch noch. Der fährt doch gerade noch. Noch feig! Sorry, ich bin ein bisschen aggressiv gerade. Es regt mich einfach so auf. Ich war so gut dabei. Ich habe mich so weit nach vorne gekämpft wieder. Und dann ist es einfach wieder diese lange Gerade, ey. Ich war so krass viel schneller. Ach Mensch, keine Ahnung, ob der schuld war. Nee, eigentlich muss er schuld gewesen sein. Ich war ja schon lange weg, ey. Ah! Ach, egal. Felix führt das nach Hause hier, oder? Puh, ja, hoffentlich, ne? Die ganze Zeit hier mit Überrundungen zu kämpfen. Boah, Mann, ich hab mich so angestrengt, ey. Also, ich meine, ich bin ja auch die ganze Zeit mager gefahren, weil ich musste. Jetzt kann ich wieder normal fahren. Und ich habe einen orangenen Frontflügel, was ich ganz ehrlich gesagt habe. Aber deswegen bin ich später wieder so nahe gekommen. Aber es soll trotzdem reichen, weil ich jetzt wieder normal fahren kann. Ich bin auch weit. Ich fahre nächste Runde in die Box. Achso, ja, dann werden wir uns eh nie begegnen. Ja. Aber Peter ist so konzentriert, ich glaube, der denkt da ganz schön. Nee. Ja, Peter, ich habe 10 Sekunden Zeitstrafe, Alter. Das funktioniert niemals. Ich fahre nur. Hallo. Ich fahre nur vernünftig. Ja, aber der orangen Frontflügel. Bei mir passiert halt auch gerade nicht viel. Ja, ist Felix, aber selbst dann müsste ich noch an dir vorbei und dann noch über 10 Sekunden rausholen und das vorbeikommen, wird allein schon nicht funktionieren. Das stimmt, zumindest wäre ich sehr, sehr, sehr schwer, Mann. Aber du hast nur noch 8 Sekunden, ne? Also es geht ziemlich schnell. Holy shit! Habe ich echt nicht gefahren. Da wäre ich gerade fast frontal in die Wand gebreddert. Ei. Aber dann fällt dir nur der Frontflügel ab. Ja, ich wollte das sagen, hatte ich alles auch schon. Ah, es reicht ja schon. Oh Gott, was ist hier jetzt los? Jetzt dürfte ich hier um die Kurven. Oh, das war ganz Gift für beide Reifen. Ey. Ich hätte nicht mal mehr stoppen müssen. Nix, ich wäre so durchgefahren. 8 Sekunden verloren, nice. Welchen Platz bist du, Jay? Dritter. Sofern ich auch ankomme, ja, werde ich dann auch halten. Gar keine Punkte ist echt kacke. LOL! Was war das denn? What? Eiskalt! Hat er so zweimal gemacht. Was ist ein Ricciardo für ein geiler Ding? Danach fährt er halt wieder langsam und er läuft langsam.
Alter Vater. Nicht krass eng, ne? Vor allem direkt auch reingezogen, die Sau. Kutschierest du sie in den Punkten, Junge? Okay, da freut's mich. Was ist hier los? Lass mich vorbei, Hamilton. Verpiss dich! Verpiss dich! Das ist aber nicht so aggressiv, ey. Ja, was soll das, Mann? Ich stand mir voll im Weg, der Arsch. Und sein, dass ich den abgeräumt hab. Ja, ist gut. Oh, Mann, ey. Teammate! Stallorder! Nee. Ich will halt auch mal gewinnen, Peter. Okay, Stallorder hat geklappt. Aber es sei denn, Peter hat vielleicht nämlich gar keine 10 Sekunden Strafe, das könnte auch sein. Seit wann bin ich denn so jemand, der sich dann einfach aus der Nase zieht und Bullshit labert? Ja, doch in der Situation, als der über das Ziel gefahren ist, ja oben gesagt oder so. Ja? Peter schießt halt auch eiskalt Leute ab. Naja, ich werde nichts anbrennen lassen, ich einfach nicht überholen lassen. Naja, würde ich auch nicht. Im Krankenhaus da, in Belgien. Ich würde ihn überholen lassen. Überall. Versuch, ja? Versuch den nicht auf der langen Gerade zu überholen, die schießen dich. Also die fahren da eiskalt Ideallinie, so gut wollen. Ach, du fährst den außen? Gut, ja, nicht mit Absicht. Ich wollte einfach hinter ihm bleiben. Aber siehst du, das meine ich so. Jetzt bin ich vor ihm, aber der ist halt schneller, weil er keinen kaputten Frontflügel hat. Ja. Und er kommt dann bald wieder. Naja, diesmal nicht. Ah, Mann, ey. Boah, ey. Ich hab mir echt ein bisschen schlechte Laune gerade gemacht. Guck dir irgendein schönes YouTube-Video an. Ja. Ein Best-of oder so. Irgendwie sowas. Müsst ihr mal ein Quickie am besten raus, was, wo Formel 1 dabei ist. Vom letzten Jahr, wo ich letztes Jahr genau an der gleichen Stelle rausgeflogen bin. Letztes Jahr war das nur leider, war ich hinter dem, also war ich auf halber Höhe mit ihm und da konnte ich das noch verstehen, dass der halt rüberzieht, weil ich noch nicht an ihm vorbei war. Aber diesmal war ich sowas von an ihm vorbei. Troll wird Vierter, ey. Ich lach mich schlapp. Einfach eine richtig behinderte Stelle zum Überholen gegen NPCs. Peter ist jetzt schon dran. Darf ich noch eine blöde Frage, ein Formel 1 Frage stellen? Oh. Hey, jetzt mal seiner rausgeflogen. Ich habe halt so ein paar Sachen, die ich halt gerne wissen will. Was denn? Aber jetzt geht's eher um den Gaming-Bereich. Ich gucke nämlich gerade Jay zu und hier ist überall Werbung von hier Pirelli, Rolex und Co. Die zahlen ja in echt halt. Die zahlen ja für die echten Rennen. Also für. Außer für Heineken. Heineken ist auch Hauptsponsor. Die dürfen hier keine Alkoholwerbung zeigen in dem Spiel. Ja, nein, ich meine ja, weil die zahlen doch dafür, dass sie auf der Rennstrecke zu sehen sind. Aber zahlen dann auch dieselben dafür, dass sie im Spiel zu sehen sind? Ich glaube, das ist ein Deal. Ja. Weil das ist ja hier auch mit offizieller Lizenz und allem drum und dran. Das heißt, Heineken darf nicht, das ist so doof. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt. Ja, dann wäre das Spiel wahrscheinlich 16 oder 18. Je nachdem nach lang. Alter, Ricciardo, was macht der da bei dir? Alter! Jetzt wollte er. Alter, Felix! Wow! Alter, die sind aber verrückt hier vorne auf dieser langen Gerade. Ey, ist Gutierrez. Hui, hui, hui. Ey, da hast du dadurch kam Peter easy verwirrt. Oh, das war's mit Gutierrez. Ups. Aber mein Mann ist ja auch fit. Killer, ne? Gutierrez ist gerade gelb. Gutierrez hat sich gedreht. Der wird mir nicht Platz machen, vernünftig. Ja, hier ist er. Woo, ein Platz mehr. Ja, lang aber Glück gehabt, Platz, ey, dann hätte ich dich abgeballert. Okay, hat. Ich werde sowas von hinten. Ja, da kann ich doch nichts für. Der ne? Oh, da ist jetzt schon was nicht. Ich bin halt voll gewesen. Ich muss wirklich viel bremsen, ich kann nicht so gut um die Kurven mit dem kaputten. Du bist ja auch langsamer insgesamt. Dann wird Peter versucht zu überholen. Nee, der versucht ihn auszuschalten. Das wäre für die Meisterschaft wäre es das Beste. Also wenn du da siehst, Peter versucht die ganze Zeit seine Peter Hinterreifen zu erwischen. Wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Willst du mir das mal sagen? Das funktioniert doch jetzt kommt wieder so ein Drehversuch. Boah, hier Start Ziel. Einmal so an der Seite antitschen. Herr Prügger, guck jetzt, was Peter macht wieder. Na, warum ist denn Hamilton hinter mir? Warum ist der so schnell? Das Problem ist, der Haas ist halt schneller als meiner. Ja, okay. Leute,
Da hat er. Das war der erste Drehversuch wieder. Ja. Das passiert halt immer. Felix fährt vor mich in die Ideallinie, bremst, ich fahr ihm auf. So irgendwann nervig. Nutzt er die Chance, den er und sagt, ja, das war ja wie immer. Bereitet das so vor, wenn das wirklich nötig hat. Oh shit, zur Frühlinie gewechselt. Wird noch ein Crash. Das ist doch genau da, hat der NPC mich. Oh, das war gestochen. Das Peter hat nicht geklappt. Hier. Aber ich komme links, Peter darf links. Nur nicht rüberziehen. Hey! Oh. Hey, hey, was denn? Ey, vor links, du hast mir das zu eng gemacht. Ah, ich bin eine ich hab dir nicht zu eng gemacht. Peter hätte noch ein bisschen rechts bleiben also können. Also ein Fahrrad hätte doch durchgepasst. Aber ohne Pedale, ne? Oder ich mach schon Lenk nach vorne. Bei mir bin ich gerade ausgefahren. Das wäre ganz cool. Nein, ohne Witz! Also ich bin... Aber die Strecke macht einen Knick. Aber wieder. Die Strecke war nicht klar. Ich fand das nicht ganz koscher da. Ja, ja, bei dir ist direkt wieder der andere ist schuld. Ja, war nur ich sag nicht, dass es ein ganz krasses Vergehen war, aber ganz koscher war das nicht. Dann mag sein. War Heat of the Moment. Peter hat auch jeden Fall Eier gezeigt. Peter fällt die Zeit mit Eiern. Ja. Ich auch. Wieso? Wo hast du auf einmal Eier her? Er hat ja mich auch fast abgeschossen. Im Start und Ziel. Frage ist jetzt vor allen Dingen, wieso du... Ich bin so schnell an dich rangekommen und jetzt fährst du wieder schnell, oder was? Bei Windschatten, durchgehend. Das stimmt dir da nicht. Nicht noch eine 10 Sekunden Strafe? Nee, die wollte ich euch nicht haben. Upsi. Ich wollte gerade sagen, wer hat denn da gelbe Flaggen gemacht? Möglicherweise habe ich den, den dritten Notausgang gefunden. Gib Gas, Auto! Ich wollte gerade sagen, Jay hat sich. Jeder, wenn du so leicht nach vorne und hinten schubbelst, fährt er schneller. Habe ich gerade gemacht. Der, weißt du nicht dein Lenkrad ab? Das wäre fatal. Frontflügel macht mich wahnsinnig. Ja, 9 Sekunden Strafe, wie viel Vorsprung habe ich denn noch? Gerade Felix, das war knapp. Gerade ja. Report. Ich dachte, er zieht's durch. Nee. Da muss der nur innerhalb von 10 Sekunden hinter mir bleiben. Der will nicht hinter dir bleiben. Nee, er will auch nicht. Gleich vielleicht ist es aber auch nur 3 Sekunden halt, ne? Weil ich lüge, meinst du? Nein, er hat ja auch Strafen. Nee, hab ich nicht. Was habt ihr denn mit Hamilton gemacht, der jetzt hier hinten ist? Keine Ahnung, Hamilton hat mich fast gerade weggeschossen. Ich hab gar nichts mit Hamilton. Der ist so schnell gewesen. Den habe ich gerade noch, der hat mich zurück überrundet. Der ist richtig sauer, keine Ahnung, was da passiert ist mit dem. Hat Dalu bestimmt irgendwie Spaß mit ihm gehabt. Nee, Hamilton war Fünfter, als ich noch, als ich Dritter war. Da muss danach irgendwas passiert sein. Haut ihr euch jetzt da noch raus oder nicht? Nee, der verliert immer Meter jetzt. Haut ihr euch da jetzt noch raus? Ja, ich würde gerne genervt. Noch, ich würd gerne 25 Punkte kriegen. Den Gefallen wollen wir dir jetzt aber mal nicht tun. Ich hab Geburtstag, jetzt kommt schon Boys. Weißt doch, dass ich. Also wenn, dann fliegt da eh nur einer raus. Nee. Und optimal ruhig Fall beide Jay gegen nicht. Die Wand fahren. Peter macht Meter gut. Was heißt das? Dena, jetzt mach doch mal Gas da! Die mach Chance hat er ja gehabt, aber ich glaube, es wird nichts mehr. Ja, Felix hat, glaube Felix, nur 25 Punkte. Nur 25 Punkte bringen dir richtig Vorsprung. Die 18 Punkte sind scheiße, die bringen dir nichts. Mach den weg! Mach den weg! Was bist du für ein fieser Möb? Ja, ich zeig auch nur Eier, wie Herr Smits. Ich will noch ein spannendes Finale sehen. Hol ihn ein. Ja, ich will auch noch ein spannendes Finale sehen dazwischen euch beiden. Los doch mal. Hopp. Das ist doch nicht mal spannend. Ja, eigentlich nicht so. Eigentlich macht eigentlich ihr könnt es aber nochmal richtig spannend machen, indem ihr einfach 40 Sekunden wartet auf der Strecke. So ein fliegender Start, wie beim Safety Car. Ihr könnt ja mal gucken, wenn ihr mich nochmal überrundet, kann ich ja Safety Car machen. Ihr müsst hinter mir bleiben. Wenn ich dann in die Box fahre, dürft ihr los. Manchmal wünsche ich mir da diese, wie heißen diese Regeln da vom Indie.
Wenn gelb ist, war, ist ja immer direkt Safety Car. Und dann auch ist er auch mal früh der Start. Hm? Auch wenn er direkt, also nur selbst so mit Motorschaden ist. Macht die teilweise Safety Car. Wenn da auf die Linie ein bisschen Öl ist, dann ist das saugefährlich. Ja, ja. Eigentlich noch mal 10 Sekunden. Ja, du kannst dann doch viermal machen. Bei Motorradrennen Öl auf der Strecke ist, da fliegen die halt alle da weg. So 10 Sekunden. Habe ich letztens auch so ein GIF gesehen, das war richtig übel. Aber das sieht immer so aus, als würde denen halt, naja, nicht Spaß machen, aber so easy sein, wenn du da mit 200 über den Boden rutschst. Ja, das stimmt. Und nach dem Motto, ach ja, okay. Das Problem ist, wenn sie anfangen zu taumeln und irgendwo hinzustürzen. Wenn sie nur rutschen, ist halt gut, weil das Leder halt das alles abfängt. Wie viel überrundet ihr eigentlich mittlerweile? Stroll schon? Ist ja eigentlich fast dran. Lange nicht die geringste Ahnung. Wir haben jetzt lange vor, niemanden vor uns tatsächlich. Ich hab 80 Sekunden habt ihr Vorsprung vor dem vierten. Das sind ja dann 1,20. Das heißt, ja. Das heißt, viele kommen da nicht mehr zwischen euch. Und mir. Meinst du, nee, bei dir müssen wir nicht mehr vorbei, sind nur noch zwei. Nee. Peter, wenn du nur 3 Sekunden Strafe hast, dann sag's jetzt. Ich hab sogar 3,10. Ich hatte 3 Sekunden Strafe. Ich hab eine 10er und eine 3er. Du musst mich überholen, wenn du gewinnen willst. War das beim Überrunden, die 3er? Beim Überrunden? Ja, die kam auf jeden Fall recht spät. Nee, nicht beim Überholen, nee. Weil beim Überrunden hast du auf jeden Fall einmal richtig krass die erste Kurve abgekürzt. Ja, da war's aber nicht. Was ist Chris? Da dachte ich nämlich auch, dass da irgendwas stimmt. Hast du da noch irgendwas zum Rausschieben? Das wäre ganz schön. Zum Rausschieben? Wie war zum Rausschieben? Ja, Chris, ja, braucht auch Plätze. Du hast ja schon so 2 Fahrer, hast du mir ja schon gegeben. Hast du da nicht noch einen, so Hamilton oder? Ich habe schon Ricciardo. Nee, Hamilton hat mich fast rausgeschoben. Ich habe ja, glaube ich, auch keinen weit und weit. Ich kann aber gerade noch nicht auf die Map gucken. Nee, ich habe keinen weit und weit. Bist du hinter mir? Beste Runde, Felix. Aber relativ. Tut mir leid. Ich komme auch nicht an einen mehr dran. Guck mal, wie weit der Abstand da ist. Aber wenn du mich überholen willst, falls du irgendwie Quatsch, Shit machen willst. Viel zu weit weg. Ich freue mich auf dein Gesicht. Also ich freue mich schon, wenn ich in diesem Rennen ankomme. Das wäre echt ein Erfolg. Oh, das war... Hast du das gehört? Er verarscht dich. Felix, er verarscht dich. Wenn das mit jetzt den 8 Sekunden den. Jetzt fake ist, Alter. Was ist dann? Mach den weg. Das wäre richtig hart. Für so einen Frevel, den der Peter da macht, würde ich den auf jeden Fall weghauen. Das ist einfach unfair. Das wäre ja schon so falsche Daten in der Linie von unsportlich. Das ist ja wirklich unsportlich, was der Peter macht. Nicht, dass der Leute hier irgendwie absichtlich abschießen würde oder sowas. 17 Sekunden. Oder so. Das wäre der erste Stadtkurs, glaube ich, bei dem ich tatsächlich mal ankomme. Ja, jetzt jinxet nicht, Junge. Ach, scheiß auf Jeans, ey. Ich kann eh nix. Scheiß auf Jeans. Der hat auch eine Zeitstrafe. Klar, nicht nur eine. Ich hab mich an Peter angelehnt. Aber eine Sekunde weniger. Also ich hab 3x3. Glaube ich. Also ich glaube, ich muss mal nachher gucken, ich glaube, ich war bestimmt 4 meiner Box. Einmal weniger hätte mir Punkte gegeben, so ein Scheiß. Komm Felix, oh, ein schönes wow. Ding sogar noch. Moment haben wir jetzt wird er dich richtig hart verarschen. Erster. Geht's denn, Felix? Ja, bis zur letzten Runde, aber ich bin doch gezweifelt an Peter. Hallo? Peter wollte dich ja auch ein bisschen irre machen. Das hat man ja. Gemacht. Aber ist jetzt wirklich 13 Sekunden oder wie viel hast du? Ja, 13 habe ich. Okay. Eine 10er, eine 3er. Ey, das war knapp. Geiles Rennen. Stark, echt geiles Felix Rennen. Peter, ja, hat Spaß gemacht. Ja. Das hat mich auch mehr angestrengt als das Italy-Rennen. Jetzt bin ich am Sweaten. Hier muss ja wenn die ganze Zeit nach vorne und hinten schubbelt, ist doch klar. Nochmal eine 3-Sekunden-Strafe, ne? Jawohl, ich sammle aber kräftig. Jetzt nochmal über Start Ziel hinaus. Ja, gut. Oh, Jay! Alter, ey. Ja, bleibt aber bei 3.
Ne, ich habe auch keine mehr bekommen da. Ich bin angekommen! Oh mein Gott, ey. Ja, GZ Felix. Ah, ja. Oh, das war echt danke, danke. Das war hart zu sehen. Ritter ist halt Maximum, weil ich hätte rausholen können. Boah, das war auch eine Stunde lang das Rennen, ne? Nur das Rennen. Vier Stops. So eine Scheiße, ey. Vier Max. Ich hab mehr Strafe als Peter bekommen, ey. Aber dafür weniger Zeit. 4x12 Sekunden hast du. Ein 4x3 gleich 12 Sekunden. Und beste Rennrunde, oder? Cool. Guck mal, Lewis Hamilton war sogar schneller als ich. Oh, damit kommt Felix an mich ran. Das ist ja mal nicht schneller gut. Als ich. Das ärgert mich. Scheiße, nee, also. 57. Jawohl, Dritter. Nur noch 9 Punkte hinter Jay. Ja, ja. Hallo. Sepp Otin vorbei. Geht richtig hart ab, ey. Ganz knapp. Konstrukteurswertung? Ah, ist klar immer noch Männer. Warte, was hat mein Gutierrez gemacht? Ah, wo ist er? Das war nicht gewesen. Den hab ich doch abgeschossen. Ach, Scheiße, Peter. Hab ich nicht gesehen. Oh. Er hat auch überholt. Den hat Jay da weggehauen. Das gibt es doch nicht, ey. Der hat immer noch einen Punkt. Ey, du kannst doch nicht alle sowohl sauber als auch Haas holen nur Punkte. Ne, Moment. Alter, mein Sauber ist so scheiße, der holt keine Punkte, genau. Ja, mein Gutierrez ist so scheiße, du kriegst. Ja, du bist ein Rennfahrer, der Punkte holt bei dir. Was? Weil Sauber nur so Mittelmaß. Von meinem Mitfahrer holt auch fast nie Punkte. Felix, deine Folge wieder. Ach, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war ein hartes Rennen, vor allem mit der Hitze, zumindest hier in Köln. Ich schätze bei euch auch. Aber hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch beim Zuschauen. Falls ja, drückt nach oben. Dann sehen wir uns nächste Wochenende wieder, Samstag und Sonntag, zum nächsten Rennen in Malaysia. Mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.